Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und mit einem anderen Hintergrund. Ich dachte mir, dass dieses schöne Bild doch auf jeden Fall auch mal wieder in die Videos gehört. Ich werde jetzt öfters mal umdrehen, wenn die Sonne nicht so hoch hier reinknallt, weil wir haben fast den ganzen Tag hier auf diesem Balkon die Sonne stehen und dann ist das natürlich immer ein bisschen doof, wenn mir da die Schweißperlen vor dem Gesicht rennen und ich hier was erzählen möchte. Aber heute ist es ein bisschen bedeckt und da dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit gleich einmal, um mit euch auf ein paar Fragen zu antworten. Ein Q&A-Video würde ich ganz gern mit euch einmal machen. Folgende Fragen sind aufgetaucht. Ich habe mich in letzter Zeit wieder öfter mal durch eure Kommentare gelesen. Vielen, vielen Dank dafür auch, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Das freut mich wirklich sehr. Die eine Frage lautete, ob ich jetzt wirklich hierher auswandern möchte, ob ich immer hier bleiben möchte. Ich hatte für die, die mir natürlich immer folgen, die wissen die Antwort. Also es ist geplant, für länger hier zu bleiben. Aber wie gesagt, ich stehe immer im Dienste meiner Familie. Wenn die mich braucht, fliege ich zurück. Das ist, glaube ich, bei mir keine Frage. Aber ja, ich möchte schon meinen Hauptwohnsitz hier in der Türkei in Alanya behalten bzw. aufnehmen, weil ich einfach finde, dass das ein idealer Ort ist, um ja, alt zu werden. Das hört sich ein bisschen vielleicht zu verfrüht an, aber um zu leben, ja. Man muss gar nicht schon im Rentenalter sein, finde ich, um hier sich niederlassen zu wollen. Klar, es ist natürlich alles ziemlich teuer, auch hier. Aber ich für meinen Teil gehe dann auch gerne den Umstand ein, dass mein Mann dann auch immer wieder mal zum Arbeiten nach Deutschland zurück muss. Er ist ja jetzt auch schon bald im Rentenalter, noch nicht ganz. Ein paar Jahre, ich glaube 4 Jahre oder 3 Jahre muss er noch. Aber ich glaube, dass wir schon auf einem guten Weg sind dorthin und er wird pendeln. Erstmal in der ersten Zeit wird er sicherlich auch mal länger hier bleiben. Wir haben tatsächlich hier auch so ein paar Dinge geplant, wo wir aber noch nicht genau wissen, ob das überhaupt klappt und ja, mal schauen. Also wir hatten eigentlich vor, so beruflich 2 Beine sozusagen uns anzulegen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist zumindest so die Planung meines Mannes, da er ja Türke ist und vom Bau und hier auch eine Menge machen kann. Also hat er da so ein bisschen was in petto, würde ich mal sagen. Ob das alles klappt, man weiß es nicht. Ich denke eher, dass er wahrscheinlich immer wieder nach Deutschland zurückpendeln wird. Wir hatten so ein Leben ja schon mal gelebt, wie ihr wisst. Ich habe ja fast 6 Jahre schon mal in unserer jungen Zeit in der Türkei gelebt. Da waren meine Kinder noch ganz klein. Ich hatte öfters schon drüber gesprochen. Die Kinder sind da ja auch zur Schule gegangen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also alles kein Problem. Aber ich für meinen Teil würde gerne hier bleiben, auch wenn ich schon wieder wahnsinniges Heimweh habe. Vor allem nach meinem ganz kleinen Enkel. Der ist ja noch so ein Baby und ich habe ihn ja mit aufwachsen sehen in den ersten Monaten und ihn nicht mehr riechen zu können und ihn nicht mehr in den Arm nehmen zu können. Das ist schon hart. Aber ja, es gibt viele Dinge, die ich vermisse, meinen Hund, ja. Und ich habe gestern erst ein Video drüber gemacht, wo ich sagte, also nach den Geschichten, die ich hier teilweise höre, ich wirklich im Zweifel bin, ob ich meinen Hund hierher holen soll. Aber ja, wir sind ja nun auch erstmal 3 Wochen hier. Wir sind selbst noch nicht richtig angekommen. Wir wissen selber noch nicht, wie genau das alles vonstatten geht. Mir gehen hier auch einige Dinge gehörig auf den Senkel. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Aber das ist natürlich so, wenn man in ein anderes Land geht, dass viele Dinge nicht so gewohnt klappen, wie man das kennt. Und ich weiß das ja, da ich schon lange mal in Anatolien gelebt habe, zu früheren Zeiten, vor fast 30 Jahren, da war das alles ja noch viel, viel schlimmer als heute. Aber es hängen auch ein paar Dinge daran, ja, die jetzt hier verkehrt laufen und nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Und
ja, da muss ich mich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich bin weiterhin guten Mutes und weiterhin guten Willens, hier zu bleiben, zumindest für eine längere Zeit. So. Ja, geplant ist tatsächlich hierher auszuwandern und nicht mehr drüben den Hauptwohnsitz zu haben, sondern hier. Ne? Aber wie gesagt, meine Familie ist halt für mich sehr wichtig und ich weiß nicht, also ich muss mich wahrscheinlich erst nochmal an den Gedanken gewöhnen, dass alle erwachsen sind und all ihr eigenes Leben leben können und fällt mir noch ein bisschen schwer, aber vielleicht klappt das ja noch. Ich jedenfalls bin den ersten Schritt schon mal hierher gegangen und ich glaube, das ist immer am wichtigsten, dass man einmal loslegt, dass man einmal anfängt und dass man in die Richtung schon mal geht. Und ich glaube, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Das war ja letztes Jahr schon geplant, nur durch die Krankheit meines Enkels und durch meine Hilfe, die vonnöten war, hat sich das alles ja ein Jahr verzögert. Huch, ihr steht auf so einem Kackständer hier, der wackelt immer. Entschuldigung bitte. Das ist noch alles ein bisschen unprofessionell hier. Eigentlich wollte ich ja mit meiner Kamera filmen, immer, nicht mehr mit dem Handy, aber das klappt nicht wegen diesem blöden Internet. Eins der Dinge, die ich mich, über die ich wahnsinnig werden könnte, aber naja, alles klar. Darüber habe ich mich ja schon oft geärgert. Ja, eine zweite Frage war bezüglich meines Hundes. Ich glaube, ich habe das eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe meinen Hund Miley, der mir wirklich sehr am Herzen liegt und mir fällt es unendlich schwer, sie in Deutschland zu lassen, dagelassen, weil ich eben die Türkei sehr gut kenne und weiß, was für Widrigkeiten hier auf den Hund warten. Ja. Die größte Widrigkeit ist natürlich, dass ich noch nicht weiß, ob ich tatsächlich jetzt wirklich hundertprozentig für länger hier bleibe. Und tatsächlich ist das auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ja? Und solange das nicht hundertprozentig sicher ist, nehme ich einen Hund nicht mit in die Sommerhitze hier nach Alanya. Es ist wirklich sehr, sehr warm. Miley ist das überhaupt nicht gewohnt und hat schon in Deutschland Schwierigkeiten mit so großen Hitzeschüben. Das zweite, und das ist der Hauptgrund, ist, dass die Tiere, die hier leben, Miley gar nicht gewohnt ist. Ja? Miley geht in jede Ecke, in jede Ritze, in jede, das wird alles abgecheckt und abgeschnüffelt und hier kann überall, ja, wie gesagt, wir hatten da hinten eine Schlange. Es gibt auch viele Skorpione, es gibt hier sogar Klapperschlangen, ja, für alle, die denken, also nee, die Türkei, ja gut, da gibt es Schlangen, es gibt hier sogar Klapperschlangen und das will kein Mensch und selbst wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier über Schlangenmittel ausgelegt und die kommen vielleicht ja auch gar nicht, gibt es hier Katzen, es gibt hier Hunde und alles sind potenzielle große Gefährder für Miley, selbst Katzen greifen hier Hunde an, ich habe ein Video, glaube ich, gemacht. Ich habe noch nicht so richtig erzählt, was da eigentlich passiert ist. Ja, selbst Katzen haben keine Angst vor Hunden. Vor Hunde, meine Söhne haben das gestern erst gesehen, dass hier sind unsere Katzen, ja, die Katzenfamilie, die ich euch immer abfilme, die beiden erwachsenen Katzen waren kurz davor, einen Haushund, der hier immer spielt, anzugreifen. Also ich kann euch sagen, die türkischen Katzen sind die türkischen Männer, die haben viel Feuer und wissen sich zu verteidigen. Und genau davor habe ich Angst, ja, weil das sind alles Dinge, die ich, ich bin ein ängstlicher Mensch. Manchmal muss man Risiken eingehen, das ist mir schon klar. Aber ich solange ich nicht weiß, ja, ob ich tatsächlich wirklich auch hundertprozentig hier für länger bleibe, und länger meine ich ja mindestens ein halbes Jahr, schleppe ich meinen Hund hier nicht her. Das ist schon mal Fakt. So, zumal Miley da glücklich ist. Ja, Miley vermisst mich bestimmt. Natürlich vermisst sie ihren Besitzer, aber sie ist ja glücklich bei der Family. Es geht ihr gut. Man merkt gar nicht, dass sie mich vermisst. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Zum anderen, Alanya ist klein und viele haben auch schon gesagt, dass sie mich gesehen hätten und man begegnet sich mit Sicherheit hier immer und überall. Jetzt machen die Jungs gleich wieder die Musik an, da muss ich mal kurz ermahnen. Nicht die Musik anmachen, Moment!
Und da begegnet man sich sicherlich mal, da müsst ihr dann auch keine Hemmung haben, könnt mich ruhig ansprechen, alles gut. Zum anderen, ja, natürlich gibt es auch wieder Menschen, die meine Videos nicht so gerne schauen und die wieder das alles so ein bisschen negativ darstellen, aber das ist in Ordnung. Ich bin kein Mensch, der sagt, es muss alles nach, müssen alle mit mir einer Meinung sein. Einige finden Alan ja gar nicht schön, ja. Und es gibt sicherlich auch Ecken, die nicht so schön sind. Zum Beispiel wird hier überall gebaut. Aber das ist halt so in einem Ort, wo viel, viel Geld fließt. Ja, hier sind viele reiche Menschen. Und die haben unendlich viel Geld. Ihr glaubt ja gar nicht, meine, unsere Bekannten hier, die sagen jeden Tag, meine Güte, wie kann ein Mensch so viel Geld haben? Ja? Fragen wir uns wirklich, das ist schon nicht mehr normal. Ja? Und Alanya ist so ein bisschen so ein Hotspot für die Reichen geworden. Das war nicht immer so. Das ist in den letzten 2-3 Jahren so entstanden. Alanya hat sich zu einem Ort entwickelt, wo viele Auswanderer, wo viele Menschen mit ganz viel Geld sich etwas kaufen, wo sie einigermaßen gut leben können, wo es nicht ganz so teuer ist. Ja, auch reiche Menschen wollen nicht unnötig viel Geld ausgeben, wo sie in Ruhe gelassen werden vom System, wo sie leben können, wie sie wollen und wo sie auch unter sich sind, wo viele auch ihre eigene Sprache sprechen. Gerade Alanya ist sehr international, sehr international geprägt. Viele sprechen hier die Sprachen der Menschen, die hier sich entschlossen haben zu leben und haben daraus ein Geschäftsfeld entwickelt. Die Arbeitskraft ist sehr günstig hier, was viele auch dazu verleitet, eben hier zu bauen und handwerkliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, die nur einen Bruchteil von dem kosten, was vielleicht in den Heimatländern bezahlt werden muss. Ach, zu reparieren gibt es immer. Selbst bei uns mit dem Wasserrohrbruch, ihr habt es gesehen, hätte ich einen deutschen Handwerker geholt, der da über eine Stunde rumwerkt, hätte ich mit Sicherheit das Dreifache, Vierfache, Fünffache bezahlt. Ja, diese 50 Euro, die ich für den Handwerker bezahlt habe, wären nicht mal in der Anfahrt in Deutschland wahrscheinlich für genug gewesen. Und natürlich, es gibt hier auch viele Dinge, die nicht so schön sind, an die man sich erst gewöhnen muss. Aber ich denke, das Wetter, die gute Laune, dieses Urlaubsfeeling, die Menschen, die Pflanzen, die Natur und selbst wenn alles zugebaut wird wie hier, ja, trotzdem ist es wunderschön. Klar, es gibt überall Hochhäuser, es gibt überall Bauten, die vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen, aber Alanya an sich ist ein wunderschöner Ort. Auch das Meer ist vielleicht nicht so, wie sich der eine oder andere das aus Italien oder Spanien kennt. Ja, diese weißen, kilometerweißen Sandstrände, aber das ist wurscht. Ja, es ist trotzdem toll hier für ganz viele Menschen auf der Welt. Und natürlich, ich sage nicht, Alanya ist das schönste Örtchen, das es gibt auf der Welt. Also wenn man jetzt zum Beispiel andere Menschen, unsere Verwandten zum Beispiel, würden auf jeden Fall Bodrum, Fethiye, Kasch, Antalya bevorzugen, ja, und nicht Alanya. Aber da hat jeder halt so seinen Geschmack und jeder hat so seine Ecken, wo er gerne ist. Hier gibt es viele Deutsche, ja, die hier auswandern, die hier leben, die hier Urlaub machen, die hier teilweise länger bleiben. Das ist ein Grund, warum viele Deutsche, Holländer und ähnliche Menschen sich hier Europäer niederlassen. Und natürlich gibt es hier eine große russische, ukrainische Gesellschaft, die natürlich da auch ihre Gemeinschaft hat. Ja, jeder Laden spricht ein bisschen Russisch, jeder Laden hier spricht ein bisschen Deutsch. Englisch können sie alle und ein bisschen Türkisch kann vielleicht auch der eine oder andere. Also man verständigt sich hier mit Händen und Füßen, das ist überhaupt kein Problem. Und natürlich wird hier überall gebaut und es ist vielleicht auch nicht mehr so schön wie vor ein paar Jahren noch, aber trotzdem. Also Alanya wird seinen Flair nicht verlieren. Alanya wird im Gegenteil sehr groß werden, davon bin ich überzeugt. Es werden sehr viele, sehr wohlhabende Menschen sich hier niederlassen. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Ort nochmal in der türkischen Geschichte auftauchen wird, weil es einfach es ist ein aufstrebendes Städtchen und noch viel zu wenig beachtet
meiner Meinung nach von den Menschen dieser Welt, weil das einfach ein ganz toller Platz ist, um zu leben. Ja, ansonsten, was hatte ich noch für eine Frage, die aufgetaucht ist? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe ja jetzt so drei Dinge beantwortet, muss ich noch mal reingucken in die Kommentare. Das Video ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Und die Sonne knallt mir auf meinen Arm. Tut sogar schon ein bisschen weh hier. Ja, das Wetter, wie gesagt, die Winter sind hier sehr mild und im Gegenteil, letztes Jahr oder beziehungsweise 21, 22 war das Wetter, der Winter ein bisschen kühler und nasser, habe ich mir sagen lassen. Also es war nicht ganz so schön, aber normalerweise ist der Winter mild und das zieht natürlich auch viele Leute an, hier ihre Winterzeit zu verbringen. Meine Lieben, mir fällt nichts mehr ein, was ihr noch gefragt hattet. Ah ja, der Kurs, klar, der Wechselkurs ist ungefähr mal 1 zu 18. Das kann man sich so ungefähr merken. Man geht da ein bisschen höher, man geht da auch mal auf 17,8 oder 17,7 drunter. Klar, das wechselt immer, aber im Moment ist der Kurs ungefähr so einzustufen. Man darf aber nicht denken, dass wenn der Kurs für uns ideal ist, also wenn er steigt, ja, wenn er höher geht, dass die Preise dann hier trotzdem für uns auch günstiger werden. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn der Kurs hochgeht, werden die Preise hier auch mit angehoben. Das ist fast immer so gewesen, gerade Immobilien und gerade Elektronik und der Kram. Das kannst du im Internet verfolgen. Wenn der Kurs geht, dann steigen auch die Preise, leider. Und gerade in Touristengebieten ist das sehr auffällig zu beobachten. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!